So. Oh. Die Haken lassen auch schon nach. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 14 Stück. Damit könnten wir 14 Stück. Hier haben wir nochmal 4. Hätten wir 18. Aua. Penner. 18 Stück. Reicht das? 2, 3. Da hätten wir. Ich glaube, nee, das reicht immer noch nicht. Aua! Von wo kam das? Scheiße. Ich. Nein, ein Enderman. Bloß weg hier. Oh, Scheiße. Wir müssen hier irgendwie weg. Aber dort gibt's Eisen. Ja, wir müssen der Versuchung widerstehen, aber ich kann nicht. Ich kann es nicht, es tut mir leid. Leben oder sterben. Ich würde für dieses Eisen sterben. Und wir brauchen dringend was zu essen. Wir haben noch Eier. Können wir aber leider nicht essen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Sag, es reicht 18. Immer noch nicht gerade mehr. Aber wir gehen erstmal wieder zurück an die Oberfläche, weil da ein Zombie hockt. Oder steht. Ich weiß nicht, was er macht. Ist auch egal. Wir müssen hier hoch. Wir müssen dringend nach Hause. Wir dürfen ja nicht runterfallen. Ich habe nur noch 2 Herzen. Und das würde katastrophal enden. So, jetzt hier nochmal rum. Oh, das ist immer ein Hin- und Hergelatsche. Zack, zack. Und geschafft. Oh, endlich. Jetzt hier erstmal wieder eingeschmolzen. So, das wird erstmal eingeschmolzen. Und da draußen lauern sie schon. Die Schweinehunde. Aber wir gehen erstmal ins Bett. Ein neuer Tag beginnt. So, jetzt haben wir 6 Eisenbarren und damit können wir eine Lore machen. Nein. Ja, doch. Eine Lore. Yay, Hannelore. Nein. Nur eine Lore. Okay. Aber wir brauchen noch mal 3 Stück, dann können wir noch mal ein paar Schienen verlegen. Ich höre sie doch schon. Egal. So. Komm schon, noch eins. Beeil dich mal ein bisschen, Ofen. Ah, wir haben ja 2 Öfen. So, jetzt geht das Ganze noch schneller. Muhaha, wir haben 2 Öfen. Muhaha. Lol. So, und das reicht erstmal. Zack, 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 tralalack. Und klack. Und 16 Schienen wurden wieder fertiggestellt. Jetzt fehlen nur nochmal 16. So, und das geht ja auch wieder. Fratzi, Fratzi. Und so. Zack. So, jetzt haben wir 32. Schaffen wir noch mehr? Da hätten wir insgesamt dann. Audit. Hier haben wir nochmal 3, hier haben wir 2. Oh, schade. Es reicht leider nicht. Schade. Wirklich schade. Aber wir könnten noch eine Lore damit erstellen. Und ja. Für eine Antriebslore brauchen wir ja einen Ofen. Ein Ofen. Wir klauen uns einfach mal hier diesen Ofen.
Den braucht jetzt eh erstmal keiner, hoffe. Oh Mann. Nochmal von vorn. Also, wir brauchen ja eh keinen Ofen. Hoffe ich. So. Und wir klauen den jetzt einfach mal. Zack. Und eine Lore mit Ofen. Antriebslore genannt. Zack. So, jetzt stellen wir erstmal die zwei Loren auf unsere Schienen. Und dann müssen wir die ganzen Sachen mit Kohle betreiben. So, die Lore stellen wir hier hin. Jetzt und nochmal reingesetzt. Und juhu! Oh, das geht ja ab. Miep, miep. Und wir bauen hier gleich weiter. Stopp. Oh, cool. Naja, immerhin haben wir uns jetzt ein kleines bisschen Zeit gespart. Auch wenn es nicht gerade wirklich viel ist. So. Schieb die erstmal zurück. So. Komm schon. So, jetzt hier eine Kurve. Den Teich wollte ich nämlich nicht versauen. Und außerdem müssen wir ja dort drüber. Dann machen wir hier eine Kurve. Und machen dort hier geradeaus weiter. Gut, das hat jetzt leider nicht gereicht, aber ihr seht schon, es lohnt sich. Und es macht Spaß. Das ist ja das Wichtigste. Und weil es so viel Spaß macht, machen wir das Ganze gleich nochmal. Ich hoffe, dass man das auch hier craften kann. Yep. Gut. Und das Ganze jetzt nochmal. Wir fahren jetzt nochmal zurück und dann nochmal. Und dann fahren wir heim. Tschut. Man hat eine schöne Aussicht. Wir müssen gar nichts tun, außer hier ein bisschen rumgucken. Und ja, was will man mehr? Ey, verpiss dich. Und Ende im Gelände. Und vor allen Dingen, ich denke mal, die Zombies sind auch nicht so schnell wie die Lore. Und da könnten wir auch nachts hier rumfahren. Das wäre doch genial. So, jetzt sind nochmal die Lore hier drauf gestellt und ab geht's. Und ab. Hallo. Ich sagte ab. Ab. Hey. Du musst auch hier schon mal loslegen. Jetzt mit Vollspeed. Lokführer Cody. Okay, das war's. Kann man die hier stehen lassen? Ich glaube schon. Oder wollen wir sie mitnehmen? Nee. Die lassen wir hier einfach stehen. Wird schon keiner klauen. Hoffe ich mal. aber wir müssen doch nochmal zurück. Wir müssen ja noch die ganzen anderen Rohstoffe holen, die wir mitgebracht haben. Und zwar Stein und sowas. Erstmal wieder das Ding einsammeln. Und nochmal zurück. Juhu. Tschut. Ah, das macht doch Spaß. Und nebenbei können wir noch ein paar Sonnenblumen kaputt machen. Oder nicht? Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sowas zu bauen. Auch wenn hier die Endstation noch nicht wirklich so gut aussieht, aber das können wir ja noch später ein bisschen ändern. Wir nehmen jetzt erstmal hier Erde mit. Pfeile, den ganzen Krempel nehmen wir erstmal wieder mit nach Hause. So, obwohl wir können gar nicht alles mitnehmen, weil ich gar nicht so viel Platz habe. Naja, wird schon irgendwie gehen.
So. Und das hier brauchen wir auch noch. Was ist das hier überhaupt? Schwarzpulver. Wir wollen jetzt erstmal keine Bomben bauen. Deswegen. Lassen wir es erstmal hier in der Baracke zurück. Und tschüss. Tschüssi. Oh, natürlich müssen wir das ganze Ding ja wieder umtransportieren. Upsala. Zack. Upsala. Und jetzt geht's los. Wo ist denn jetzt die Lore? Da ist er ja. Lore, wo bist du? Lore. So, und Abmarsch. Ah, wir brauchen natürlich noch Kohle. Und los. Fahr uns nach Hause. Du Maschinenpferd. Du kaltes Stück Eisen. Oh, das war's schon. Schade. Naja, was soll's. Erstmal nach Hause. Ab nach Hause. Ich meine, das ist schon ein ganz schönes Stück, was wir da jedes Mal zurücklegen müssen. Nur um ein paar Steine und sowas zu holen, um Eisen zu holen. Auch wenn wir gerade keins gefunden haben. Also wir haben schon ein bisschen was gefunden, aber nicht wirklich viel. Aber es wäre schon nicht schlecht, wenn wir die Zugstrecke bis hier vorne zu Ende bringen könnten. Und ja. Jetzt wird erstmal hier im Haus weitergebaut. Erstmal hier die Mucke aus. Piep, piep. Ah. Sieht das nicht schön aus? Die Bergkühe. Schauen sich den Strand an. Herrlich. Okay.